Wir sind hier gerade in einem Baum, Leute, mit drei Truhen, wo aber nur ein Mond war. Schön, dass ihr wieder einschaltet zu Super Mario Odyssey. So, ich bin ja, weiß gar nicht, hoffentlich bald fertig hier mit dem Untergrund. Ich würde jetzt halt bloß nochmal schnell rausgehen und mir meine Abenteuerrüstung holen. Ich kann mich auch echt nicht hiervon wegbeamen von dem Ort, ne, wo ich gerade bin. Aber okay. Weil ich würde jetzt halt gerne natürlich meine Dingsrüstung anziehen, damit ich hier in diese geheime Welt reinkomme. Hups. Huhu, muss ich aber als Abenteurer gekleidet sein. Natürlich, sonst geht das nicht. Hui, schöner Mario. Ja, wie es einfach noch weiter wächst. Okay. Also. Und, ich muss auch noch die Musiknoten, will ich auch noch mal machen, die Musiknoten-Challenge da. Oh, was haben wir denn hier? Cool. Fängt einfach so an. Die Blumen blühen. Ach, das schön. Was sind denn jetzt hier bitte schön, so eine Mondteile? Oh Gott. Ach, wieder so eine Viecher. Die Nuss habe ich aber, oder? Hatte ich diese Nuss schon? Ich muss mal gucken. Ganz im Ernst. Ob das so geht. So, oh yeah. So. Hatte ich tatsächlich noch nicht? Ist das cool? Die Nuss in der Sackgasse. Die Nuss, ey. So. Warum komme ich da nicht hoch? Die wo hier unten jetzt irgendwo lang. Dann gehe ich einfach hier lang. Oh, hier sind noch Münzen. Sehr schön. So, wir müssen noch 14 Stück. So. Okay, warte. Okay, war das jetzt für eine Queste? Okay, alles klar, schaff ich. Schaff ich locker. Vom Hockermann. Oh yeah. Und das nenne ich First Drive. Schon wieder. So, okay. Danke, Mann. Komm her. Oder hätten sie noch eine Nuss da hinten? Oder war das da hinten? Da hinten sehe ich eine Nuss. Oh Gott. Achso, hier sind die einzelnen Dinger. Okay, alles klar. Ob ich das so machen soll? Keine Ahnung. Ich glaube, ich muss mit diesen. Eigentlich mit diesen. Knolldingern da hoch, aber. Ach, was soll's? So. Okay. Hopsala. Ich mach das einfach so. Ohne die Dinger. Nein, Mike. So. Man kann so viele Monde einsammeln. Und Geld. Wow, okay. Einfach so. Dann mach ich das eben allein. Die Musik, ne? Wie die abgeht, ey. So, hier haben wir eine Nuss. Hatte ich die denn schon? Jupp, Mann, so sieht's aus. Oh je, so. Oh je, so. Jetzt muss noch eine hier. Ein Emblem. Und schon wird's einen neuen Mond geben. Oh, wir haben Anfang, toll. Na gut. Gibt's da irgendwie eine Abkürzung hin? Ach, hier komm ich ja gar nicht mehr raus. Das ist ja gemein. Das sieht ja fies aus. Okay, Moment, ich muss das mal. So, jetzt muss ich wieder irgendwie zurückkommen. Warte. Das schaffe ich doch. So, stopp. Und, na. Komm her. So, so geil. Die Mechanik irgendwie. Okay. So. Hui. Und wieder draußen. Komm her. Den habe ich ja eingecashed. Mondstücke im Wald. Der war doch kein Wald. Den war eher, naja, ne. Ne? Egal. Keine Ahnung, was das war. Oh. Oh, ist ein Vögelchen. Gar nicht gesehen. Okay, Moment. Kurz mal wieder gucken. Ja, ganz kurz. Oder fliegt der einfach so rum? Aber fliegt der so rum oder hat den jetzt irgendwie verscheucht? Laut Dings wirkt das so, als ob der hier rumfliegt. Na toll. Das Vögelchen. Mann. Ich bin noch nicht ganz sicher. Komm mal schnell. Wenn ich jetzt hinten stehe oder so. Was ist denn jetzt da hinten? Ne, da hinten ist ja so eine komische Zwille. Ne, kein Vögelchen. Okay, hier fliegt also ein Vogel irgendwo rum. Ist okay. Da muss ich erstmal. Wie soll den denn erreichen? Da unten ist auch noch was lustiert. Da kommt ja niemand so hin. Ich probier's einfach. Ach, hier lande ich ja wieder unten. Ich benutze den Schalter. Wuhuhu. Die geile Musik, ey, das ist so cool irgendwie. Da ist ja auch noch eine Nuss.
Wie viele Nüsse gibt's denn hier? Hier müsste aber Schneewesen sein. Yeah. Oh je. Nee. Oh Gott. Okay, wartet mal. Hier haben wir so einen Typen. Hol ich mir gleich. Erstmal. Okay, den hatte ich schon. Erstmal gucken, wer bist du denn jetzt auf einmal? Hier ganz weit ab hier. Hallo. Ich bin hergekommen, um die Kreaturen zu sehen, die sich gern Himmel strecken. Oh. Ich würde so gern eins sehen. Ja, klasse, Mann. Die Kreaturen, die sich gern Himmel strecken. Was ist das denn für eine Beschreibung? Du meinst die Viecher, die einfach... Naja, oder waren Münzen? Münzen! Richtig übel. So, na, da war eure Schönheit, was hier los? Da war es ja wunderschön hier. Genau. Ich komme erstmal ab. So, hier war ich aber auch schon, oder? Wow. Wahrscheinlich gäbe es hier nichts mehr für uns zu tun. Okay, das ist aber nett von dir, Cappy, dass du das einfach so bestimmst. Ja, Cappy scheint, ja, Cappy ist auch wieder so ein Charakter, ne, der weiß wieder mal mehr, als er zugeben will. Oder er kann mehr, als er zugeben will. Cappy hat einen eingebauten Mondsensor, aber weil er uns hier nicht den Spaß verderben will, behält das immer für sich, ne. So, es gibt ja also schon mal wieder zwei Monde, die es nur gibt durch Capturen. Wow. Gehen wir durch die Dinger hier. Ach, da weiß man noch nicht, was man machen soll, ey. So, wo war denn jetzt hier nochmal der andere Typ? Ich bin jetzt auf der anderen Seite, ne? Also hier war ja irgendwo nochmal so ein... Oh Gott. Wo war denn hier nochmal der Tic-Tac-Turnier hier? Warte mal, hier. Alles klar. So, okay, was soll ich machen? Ja, was soll ich tun? Oh. Okay. Ja, aber hier ist ein Feuer-Heini. Ist doch schön. Was soll ich jetzt machen? Den soll ich jetzt so killen, oder was? Aua. Ist das jetzt hier der Bonus, den ich einfach so killen soll? Aua! Tja, schwieriger als gedacht, ne? Tschüss, Mann. Okay. Dann hatte ich den wohl schon. Egal. Cool. Noch irgendwo was versteckt hier? Nee. Okay. Danke, Kumpel. Gib her. So. So, okay. Gehen wir einfach mal hier rein. Einfach mal ins Next Level. Was? Nochmal sowas? Oh Gott, nochmal sowas. Aber einfacher diesmal. Nee. Warum machen die nochmal so ein Level? Okay, aber. Unter mir ist diesmal nicht so ein Boden. Hä? Ach, diesmal kann ich die Dinger ja capturen. Sehr schön. Okay, das ist eindeutig die einfachere Variante davon. Okay. Ja, weil ich halt so eine Kanone capturen kann. Inzwischen habe ich auch durch euch schon den Tipp bekommen, dass ich ja ihre Flugreichweite noch besser ausnutzen kann, wenn ich zusätzlich zum Beschleunigen noch schüttel. Wow! Verstehe schon, was ihr meint. Okay. Das war ja oberleicht unter der Rumpelstraße. Okay, das war natürlich jetzt mega easy. Okay, aber... Naja, nur weil ich schon die schwerere Version geschafft hatte. Yeah! Okay, ich glaube aber, dann kann ich aber jetzt wiederum davon ausgehen, dass jedes Sublevel, was ich auf dem Mond gemacht, auf der finsteren Seite des Mondes gemacht habe, wird wohl irgendwann nochmal vorkommen als, sag ich, ja, als leichtere Variante. Na, ist doch wunderbar zu wissen, oder? So. Oh Gott. Oh. Okay, alles klar. Ich brauch euch. Wunderbar. So. Oh Gott, ich weiß echt gar nicht, was man zuerst machen soll. Oder was man gezielt zuerst machen sollte. So, ich gehe einfach, ich weiß nicht, über eine Nuss oder sowas. Kann er von da? Kann ich vielleicht auf ewig eine Abkürzung machen? Ich glaube nicht, ne? Okay, aber erstmal hier nochmal. Hatte ich das Ding hier schon? Nee, hatte ich noch nicht. Und noch eine Nuss. Hoch oben auf einer Felswand. Da lag die Nuss. So, ich glaube aber nur so tatsächlich bekomme ich ja so einen Typen da hinten zu dem anderen. Okay, warum ich schon mal bin, warum nicht? Warum nicht? Ich hätte natürlich auch hier unten lang gehen können. Aber um das Vieh zu holen, aber nö. So. Bring ich mal dem Geistertypen da sein Wesen, was sich gen Himmel streckt. Wenn er wüsste. Okay, alles klar. Ich kann aber echt nur mega langsam mich bewegen. Oh Gott. Hoffentlich klappt das. Flupp! Okay. Schnell. Oh je. So. Oh Gott, okay.
Witzig, Alter, witzig. Hups. Okay, gut, aber das war ja doch sehr leicht. Na? Oh, ein Wesen, das sich um ein Vielfaches seiner Größe nach oben strecken kann. Ich hatte ja so gehofft, eins zu sehen. Diese Kreatur ist im Tierreich einzigartig. Jetzt verstehe ich endlich, wie das alles funktionieren kann. Keines gelüftet. Wie das denn, Mann? Egal, für den Mond. Richtig geil. Mieswurz getroffen. Mieswurz. Ja, okay, alles klar. Ich hau ab. Und werde jetzt mal da nach oben weitergehen. Ich hoffe, mit diesem... Ja doch, weil oben waren noch Münzen. Ich hoffe, das hier, klub, war der Weg, der mich dann nach oben bringt. Aber der nimmt mich einfach wieder nach... Der bringt mich einfach nur wieder nach unten. Warum denn das nur? Dabei will ich doch nach oben. Achso, doch, so komme ich ja da oben. Stimmt ja rauf. Stimmt ja. Weil da habe ich Münzen gesehen. Da wird's noch viel mehr geben. Da bin ich sicher. So, okay. Oh Mann. Hier hätte ich ja schon alles geguckt, hoffe ich mal, ne? Hier war ich ja an sich schon recht fleißig. Ja, das weiß ich. Wow. Und weiter geht's. Das ist so schön. Ich sammle hier alles ein. Wow. Ja, mach rückwärts sein, dies. Nach oben. Oh, das Spiel ist so toll, ey. Man kriegt so gute Laune einfach. Warte mal, Moment mal. Achso, das hatte ich aber, ne? Da muss ich ja den ganzen Weg mit so einem Vieh nach oben, das hatte ich, glaube ich, gehabt. Ja, den habe ich, okay. So, ist nichts hier? Nö. Auf nach oben! Und da ja hier ein Bosskampf war, habe ich mich, glaube ich, nicht so umgeguckt, so damals. Aber jetzt kann ich mich ja ein bisschen mehr umgucken. Weil hier waren ja Münzen tatsächlich. Oh Gott, wo sind die denn? Ich bin ja gerade oder vorhin hier noch rüber geflogen. Und da waren hier Münzis. Okay, aber das war noch so ein Streckvieh. Okay, alles klar. Oh Gott. Okay, ich würde es hier nicht. Ich würde es gerne nicht einfach. Da hinten sind die Münzen, okay. Braucht der Flur auf das Vieh? Keine Ahnung. Kling. Ich muss noch 10 Stück. Sehr schön. Aber soll es hier nur was geben? Ich kann ja das Vieh bestimmt nicht umsonst hier einfach. Was ist zum Beispiel da hinten, ne? Vibriert es hier irgendwo? Was soll ich hier machen? So komme ich da einfach wohl schneller hier nach oben, oder? Was sagt denn die Karte? Hier soll sogar noch irgendwas sein. Entweder ist das drin oder doch hier oben. Oder hier unten irgendwo. Ich könnte ja mal runter auf die unteren Gitter. Was meint ihr? So. Ach so. Das hier gibt also den Mond. Alles klar. Wow, Wunz, Wunz. So. Oh Gott. Okay. Hoppala. Nicht so lustig, ja. Okay, alles klar. Und tschüss. Ich geb's zu, heute sammeln wir irgendwie mehr Monde als beim letzten Part, weil da unten im Herzen war es doch schon ein bisschen crazy. So richtig nice. Unruhestifter im Himmelsgarten. Apropos, wo ist Prinzessin Peach? Die haben wir ja nicht getroffen. Und da oben ist auch noch irgendwie so eine... Hier ist auch noch irgendwo so eine... Warte mal, welches... Dabei... Oh, guck mal, da oben, ey. Was ist das denn da? Okay, muss ich irgendwie von da oben hinkommen. Okay, warte, probier ich mal. Das schaffe ich, Leute. Wartet mal. Einfach so ein Mond mitten im Nichts. Schwebt da einfach so rum. Okay. Mal gucken, ob ich den kriegen kann. Wow. So. Okay. Ding. Wo waren der jetzt? Richtig. Wo ich hin wollte? Ich glaube nicht. Ich wollte echt da nach oben hin. Da wollte ich hin. Da ist auch der Mond irgendwo. Oder wie kommt denn da hin? Was ist denn der nächste Beamspot? Achso, okay. Na dann halt, mal hier hin. Es gibt hier einfach so viele Monde, Mann. Ist alles so übel. So. Okay. Wie hast du mich genannt? Der Mond sah so aus, als ob der erreichbar wäre, wenn man sie einfach runterfallen lässt. Aber wo? Oder nee, da ist eine Grasfläche. Da ist ein Schalter mit einer Grasfläche. Ach ja, warte, hier irgendwo, dann ist doch bestimmt irgendwo Peach. Die nächste Kollektion wird richtig toll. Warte, ich krieg die nochmal weg. Mit dem T-Rex hierher, nee. Oh, da oben ist Peach.
Ich hab sie gesehen. Nein! Mario, du. Du Arsch. Richtig fies so. Mario, du Arsch. So, okay, muss alle perfekt klappen. Es muss perfekt klappen. Sonst einfach fail. Hups. Sonst fail. Und hoppala. Oh, ist ja noch was hier noch. Zack. Nice. Aussichtsdeck. Na, Mädels. Oh, die Blumen in diesem Land sind wunderschön. Ist das wohl deren Geheimnis? Ich habe noch nie so viele Blumen auf einmal gesehen. Auf Metall. Ein Mond ist aus einer Blume gesprungen. Hier, für deine Reise. Yeah. Ich danke dir, Peach im Forstland. So, wo will sie als nächstes hin? Mich würde mal interessieren, womit die Bewohner in der Unterwassersiedlung ihre Tage verbringen. Ich werde sie fragen. Okay, Peach. Dann mach das mal. Oh, ihr könnt auch noch gleiten. Und ach, ja, hier sind noch mehr Münzen. So. Noch 6 Stück fehlen. Also entweder irgendwo 3 Stück oder irgendwo ein Sublevel. Und. Ich soll hier irgendwo. Wie zur Hölle soll ich denn. Naja, aber. Oh Gott, wie soll ich denn hier so einen Samen hochbringen? Okay, liegen bestimmt da unten irgendwo. Aber erstmal, Typi, wo kann ich denn mit dir hingleiten? Lasst mal kurz gucken. Guck mal, da oben ist ja eine Kiste da oben auf dem Baum. Oh Gott. Okay, dann, hups. Ich kann mich ja zum Glück immer wieder herbeamen. Ey, wie krass ist das denn? Das ist einfach so eine. Vor allem, jetzt sieht man erstmal die ja nicht mehr. Weil alles nachlebt. Okay. Wow. Das war schon cool. Die Tür wird jetzt einfach abstürzen lassen. Wie bitte? Was zum. Ja, dankeschön. Oh. Wie zur Hölle? Okay, warte mal. Der Mond müsste ja immer noch da sein, ne? Also einfach mal ganz schnell. Was zum. Wenn mir voll verarscht wird, der Mond erstmal. Ja, denkst du, kriegst mich? Nö. Ich gehe erstmal jetzt woanders hin. Ja, diese Monde mit ihren Eigenleben. So, der gießt hier auch nochmal alles richtig schön. Ach, jetzt sag. Einfach abgehauen. Was soll das denn jetzt? Boah, ey. Puh, das war echt anstrengend. Ich muss erstmal durchlaufen. Durchatmen hier. Was soll das denn? Wieso? Wieso ist der jetzt. Ist der fies? Das ist ja so fies. Okay, erstmal kurz hier durch die Röhre gucken. Fliegt hier wieder irgendwas Seltsames rum? Obwohl, eigentlich dürfte er ja nicht rumfliegen, weil das ist ja alles eine Projektion hier nur. Das ist ja alles gar nicht echt. Ich guck trotzdem. Nö, hier ist doch nichts oben. Okay, na denn. Schlucken. Muss ich halt nochmal da hochjumpen. Ich muss da hoch. Zu dem Typi. Das war ja gemein, ey. Das ist gemein. Ihr wisst schon, wie das meine, ne? Da muss ich da irgendwie dann wieder da hinkommen, ohne dass ich irgendwie beame oder irgendwas. Weil das alles wieder resetten tut. Na gut, also nochmal. Vielleicht schaue ich es dann mit dem da drauf zu landen. Dann kann ich gleich ihn zurück zum Zurückflug auch noch benutzen. Aber ich weiß nicht, ob das klar. So. Okay, Dino, bleibst mal bitte hier stehen. Danke, Mann. So. Dann flieg jetzt einfach am besten ein Stück. Ein Stück da nochmal hin mit dem anderen Dude hier. Na. So. Hups. Hi. Alles klar. Danke, Mann! Verirrt in hohen Wipfeln. Ja, der Typ kann erstmal die Wand sich angucken. Boah, Cowboy-Panzer. So. Okay, was haben wir denn hier, bitteschön? Einfach direkt ins nächste Level. Was zum. Wie soll es. Was? Ich habe einen perfekten Unterschlupf für mein Schäfchen gebaut. Das muss ich jetzt nur noch da irgendwie hinkriegen. Ich habe keine Ahnung, wie man Schafe hütet. Ich bin echt kein guter Hirte. Alter, echt jetzt? Was ist das denn? Okay, los, du Schaf. An sich sollte das eigentlich kein Problem sein. Ich muss bloß aufpassen, dass ich das nicht aus Versehen. Lalalala. Wo ist denn hier der Secret Mond? Hm? Wo ist denn der Secret Mond hier? Da oben. Okay, wie kommt denn da oben hin? La 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 la. Voll verkackt. Okay, gut. Das schaffe ich jetzt für immer weg, sag mal jetzt ehrlich hier. Oder wo jetzt hier noch irgendwo lang? Was haben wir denn hier noch? Hier ist noch eine geheime Röhre, seht da. Secret. Aha. Ach, noch ein anderes Schaf, ist ja auch toll. Oh Gott. Was, auf Zeit? Echt?
Da muss ich das erstmal ein bisschen besser positionieren. Moment mal. Oh Gott, das sind ja auch tolle Monde, ey. So, Moment. So, da bist du perfekt. Okay, jetzt muss ich bloß noch perfekt gerade treffen halt, ne? Renn, du Schafmann, renn! Oh shit. So, okay, du siehst gut scharf, kein Problem, ne? Schwäben. So, okay. Reiner mit dir, Mann. Yeah! Zumindest eins. Oh Gott, ey. Okay, der andere Schaf ist inzwischen auch wieder neu gespawnt. Yeah, da freue ich mich. Schafhüten auf der Stahlbrücke. So, naja, komm. Ich schaffe jetzt auch nochmal hier. Man muss einfach so richtig schön in den Arsch reinballern. Dann fliegt das für ihren hohen Bogen. Das muss ich jetzt mal kurz hier. Ich kriege den jetzt ein bisschen gerader hin. So. Okay. So. Jetzt aber, warte mal, jetzt mal schön aufpassen. Der rennt mir sonst da leider das Ego hin. Okay, hier muss jetzt. Nein, du dummes Vieh! Nein! Rennt einfach in den Tod. Einfach, nein, der Verrückte unter einer Mütze. Oder mit seinem Band in unserem Fall. Der Verrückte will mich. Ich mach einfach eine Abkürzung, einfach nach hier oben ballern. Das muss doch irgendwie gehen. Oder geht's nicht? Ich weiß es nicht. Das Schaf geht nur auf die Nerven. Oh, den schön weggerannt, Alter. Okay, boop, boop. Wie macht denn das, dass es da richtig cool wegrennt? So, aber nicht da runter. Okay, also, nein, nicht da lang. Oh Gott, das Schaf ist schneller als ich. Das ist voll fies. Dieses Schaf ist schneller als ich. Nein! 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 Verdammt! Oh! Oh, wie übel! Das sah doch schon so gut aus. Okay, gut. Einfach runtergeflogen. Das sah doch schon so gut aus. Oh Gott. Hätte ich jetzt getroffen, wäre Fail. Komm, das sah sehr gut aus, Leute. Komm. Ja, machst du den Part hier extra lange, weil ich jetzt Schaf darüber haben will. So, aber nicht darüber. Komm schon. Na. Okay. Oh. So, wenn ich es von hier. Nein, was machst du denn? Nein! Boah, voll tot. Ob der Typ sauer ist, wenn er rauskriegt, dass ich eine Schafe gekillt habe? Bestimmt. So. Kann ich den Schaf nicht einfach übernehmen? Warum kann ich den Schaf eigentlich nicht übernehmen? Es ist zu wollig. Okay, Cappy. Du kannst den T-Rex übernehmen, aber kein Schaf. Hm? Ja, Cappy. Wir sollten da vielleicht nochmal ein bisschen nochmal drüber reden. So, was deine Logik angeht, aber. Ich schaff das schon. Ich bin der Schafhüter-Master. Wow. Hätte ich ja beinahe wieder bewiesen, ne? So, du olles Vieh. Oh Gott, oh Gott. So, bleibst du bitte mal stehen? Ja, lauf mal ein bisschen alleine rum. Wackel, wackel mit deinem Schwanz. So, wie kalt ist das irgendwie? Mann! Oh, jetzt hätte noch mal mit Cappy noch mal schwingen müssen. Dann fliegt er doch hier nach oben. Okay, Leute, ja, wir machen jetzt einfach den 50-Minuten-Part. Nur wegen dem Schaf hier. La la la. Du alles Schaf, Mann. Gibt's bestimmt irgendeinen Trick. Bloß den will ich hier euch nicht machen. Oh Gott. So. Das war so blöd, dass er schon gleich hier so nah an die Wand ran rennt. Okay, er lässt sich aber dann doch ablenken von mir. Okay, okay, okay. So, bitte bleib jetzt erstmal stehen. So, okay, alles klar, alles klar, alles klar. Okay, puh. Ich hab's geschafft, Leute. So. So, Schäfchen, bitte. Oh Gott, endlich, dass er jetzt schon zu nah dran ist, aber... Alles klar. Oh, mein Gott. Sehr schön, Leute. Dann können wir jetzt den Part auch in Ruhe beenden. Oder zwei Schafe haben sich gefunden. Zwei Hürden sollten den Beruf wechseln. Yeah! Aber uns ist das jetzt egal. So. Schafe sind gehütet. Raus hier. Wo gehe ich jetzt als nächstes hin? Also im nächsten Part schon. Ich glaube... Oh Gott, Goombas. Ich glaube, ich, ja, geh einfach mal hier hin. Hier sieht es ja auch nach noch schönen optionalen Monden aus, ne? Aber Leute, wie gesagt, das soll jetzt erstmal...
wohl erstmal für heute gewesen sein. Vielen, vielen Dank wieder fürs Zuschauen. Und Mario wird seine Odyssey beim nächsten Mal fortführen. Ciao!